willkommen zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir fangen heute mal ein neues Spielereview an, nämlich diesmal David Cranes A Boy and His Blob. Ein Spiel, was ich eigentlich lange Zeit gar nicht hatte. Also ich habe mir das jetzt über das Auktionshaus mit den vier bunten Buchstaben nochmal zusätzlich bezogen. Ich habe das damals nur einmal ganz kurz gespielt in der Spielwarenabteilung vom Supermarkt. Fand das Spiel damals gut, wusste aber nicht so genau, was ich da machen sollte. Und ich habe mir jetzt nochmal ein paar Kritiken dazu durchgelesen oder mich nochmal damit beschäftigt, worum es da überhaupt geht. Und ich finde das eigentlich doch wieder ganz interessant, also schauen wir uns das einfach mal wieder an. Auch wenn ich es jetzt noch nicht so lange oder keine große Erfahrung damit habe. Mehr als den ersten Level habe ich da nie gesehen. Aber mal sehen, ob man sich da noch durchbeißen kann, auch nach der langen Zeit. Ja, das Intro hier ist nicht sonderlich hilfreich, glaube ich. Wir haben zwar die Spieleentwickler damit drauf und einen Soundtrack, der so ein bisschen an Indiana Jones erinnert. Und der Schriftzug hier auch so ein wenig. Von 89, also eins der älteren NES-Spiele. Und daher nicht mehr kommt, würde ich sagen, gehen wir direkt zum Auspacken weiter. So, dann schauen wir uns hier einmal das Cartridge an zu A Boy and His Blob. Wir haben auf der Vorderseite so eine Art Cartoon und wir haben auch noch den Originalpreis, 79,79 Mark drauf, also noch aus D-Mark-Zeiten. Auf der Rückseite sehen wir eine kurze Story-Anleitung, vier Screenshots. Nimm die Herausforderung an, ja, das tun wir natürlich. Einmal in die Packung geschaut, das Cartridge selber, ne? Ist in dem Schuber mit Nintendo-Umschlag und wir brauchen noch genau die Anleitung. Das Cartridge selber sieht genauso aus wie die Verpackung. Also das erkennt man auch im Regal wieder. Der Aufdruck ist ein bisschen klein. Aber wir wollen uns ja die Anleitung anschauen. Die ist leider so ein bisschen verknickt hier. Das machen wir gerade wieder gerade. Und dann Qualitätssiegel. Keine Projektions-TV-Geräte, das kennen wir alle schon. Und wir haben wieder ein wenig Story. Sieh mal an, er mag sie. Also unser Blob kann halt viele Arten von Weingummis essen und wir könnten noch zu uns ranrufen. Hier haben wir auch die Steuerung, rauf, runter, links, rechts, das ist ja noch selbsterklärend und B- und A-Taste, das ist dann so ein bisschen kontextsensitiv. Wenn sich der Blob halt gerade verwandelt hat, können wir ihn mit A wieder abbauen und mit B zu uns rufen. Naja. Andere Welten. Die S liegt auf den Höhlenwelt, verborgene Schätze, Diamanten etc. Hier haben wir noch den Bildschirm, da haben wir auf der linken Seite hier Punktzahlen, welche Weingummis wir gerade angewählt haben. Wo wir gerade bei Weingummis sind, hier hat schon jemand ein paar Einträge gemacht. Also je nach Art des Weingummis verwandeln wir uns ja in bestimmte Sachen. Erdbeer macht offensichtlich eine Brücke, Kokosnuss, einen Ball, Cola, eine Blase. Hier haben wir noch die Gefahren, was uns alles begegnen kann, die U-Bahn-Schlange. Leider unzerstörbar, herabfallende Felsen. Also die Art der Gegner oder die Anzahl der Gegner scheint nicht so groß zu sein. Ja, hier haben wir noch Marshmallows, Negerküsse. Okay. Und wir haben 5 Leben. Wenn man zu tief fällt, verliert man eins. Wenn man ertrinkt, ja klar. Und wir können durch Einsammeln von Pfefferminzbonbons wieder Leben dazugewinnen. Kirschbombe? Ja gut. Hier hätten wir noch Platz für Notizen. Da hat anscheinend niemand welche gemacht. Wie gesagt, ist ja nicht mein Spiel, sondern das hatte ursprünglich wer anders gekauft. Dann packen wir das Ganze mal wieder ein und stürzen uns beim nächsten Mal gleich in die erste Folge und schauen uns mal um, was uns da so in der U-Bahn erwartet. Bis dahin, danke fürs Zuschauen.